Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin mal wieder beim Karpfenangeln, beziehungsweise ich war ja schon immer mal wieder beim Karpfenangeln, aber eben nicht mit der Kamera. Jetzt ist es mal wieder beides passiert. Ich bin beim Karpfenangeln und die Kamera ist dabei. Ich bin in Frankreich beim Karpfenangeln, habe mir hier einen ganz kleinen Kanal ausgesucht. Der Fluss hat gerade ein bisschen viel Wasser für die vielen Regenfälle. Es ist August und ich habe hier noch nie geangelt, habe mir eine Karte dafür natürlich geholt. Wenn ihr nicht so genau wisst, wie das funktioniert, dann empfehle ich euch ein Video, das ich dazu gemacht habe. Das packe ich mal in die Videobeschreibung rein und dann könnt ihr euch einfach jetzt mitnehmen lassen auf eine kleine Übernachtung am kleinen Kanal und ja, bin mal gespannt, ob was geht. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja Leute, ich bin hier natürlich eher minimalistisch unterwegs. Ich habe nur zwei Routen dabei diesen Trip und einen kleinen Futtereimer, einen kleinen Eimer Tigernüsse. Und ja, das reicht aber an solchen Gewässern auch häufig. Und wenn man nur eine Nacht geht und nebenher auch noch irgendwie so nicht nur angelt, ist es eigentlich auch ganz gut, wenn man nicht so viel Tackle dabei hat. Ich fische hier ganz normal die Grundmontage, ich werde einen Sinker fischen. Eine Hand Boilies dazu auf jede Route und das war's dann. Also eher so ein bisschen Fallen stellen. Und ich werde auf jeden Fall höchstwahrscheinlich beide Routen sehr nah ans Ufer legen. Eine auf der anderen Seite und eine auf meiner Seite. Der Kanal hat hier vielleicht so 7 Meter Breite, mehr nicht. Und da werde ich versuchen, eben da Fische abzugreifen, die da am Ufer entlang patrouillieren. Ja, eine Nacht habe ich und morgen geht es dann woanders hin. Bin ich mal gespannt, ob was geht. Also jetzt zeige ich euch mal, wie ich meine Routen aufbaue. Ja, meine Routen sind natürlich noch nicht montiert. Das ist jetzt der erste Tag, den wir so richtig unterwegs sind. Wir haben die letzten Tage noch Familienbesuche gemacht und sind wir natürlich auch direkt schon im Wasser gelandet. Ja, danke an meine Partnerin an dieser Stelle, ist ja klar. Ja, und jetzt möchte ich halt hier versuchen, einen Fisch zu überlisten. So ein paar Stippfische habe ich hier schon gesehen. Natürlich ist nicht unbedingt mein Ziel, der Stipper. Die Fische, die man so stippen kann, sind nicht unbedingt mein Ziel, aber ja, zumindest ist der Kanal nicht tot. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Viele fischen ja gerne Leadcore vorne an ihrer Hauptschnur. Ich mache das eigentlich eher selten. Ich fische fast immer so ein richtig dickes Mono. In dem Fall ist es sogar ein Fluorocarbon, das ist ein 70er. Und ich knüpfe es einfach immer nur an. Knüpfe ich an mit einem Albright-Knoten. Kann man auch andere Knoten verwenden. Der Albright hat sich dafür bei mir ganz gut bewährt. Den macht man so. Man wickelt von einer Seite durch eine Schlaufe durch. Wickelt man 7-mal drumherum. Dann 7-mal zurück. Und dann ist es wichtig, dass man wieder in die gleiche Richtung durch die Schlaufe durchgeht. So. Jetzt gehen beide Enden in dieselbe Richtung raus, so ähnlich wie beim Nautilusknoten. 7-mal hin und her hat sich bei mir ganz gut bewährt.
Das kommt aber immer darauf an, was für ein Material man verwendet. Ich habe jetzt hier eine 38er Hauptschnur und eine 70er vorne die Schnur dran, den Leder. Und ja, da funktioniert es ganz gut. Und sehr gut anfeuchten und zuziehen. Und wenn eure volle Power nicht das Ding abreißt, dann schafft es auch kein Karpfen. Sieht er ungefähr so aus. Geht vielleicht sogar noch besser, aber der hält auf jeden Fall. Und wenn ihr den richtig fest zugezogen habt, dann rutscht er auch nicht mehr aus oder durch. Dann kann man den schön knapp abschneiden. Wenn man möchte, kann man da noch ein bisschen Knetblei drumherum machen. Was ihr mit der Montage nicht machen solltet, ihr solltet nicht unbedingt ein Inlinebleie fischen. Zumindest nicht jedes Inlinebleie. Es gibt Inlinebleie, die funktionieren da, aber viele funktionieren nicht. Die Inlinebleie, die müssen über den Knoten drüber rutschen können, wenn ihr einen Abriss habt. Nehmen wir mal an, ihr habt einen Abriss irgendwo auf eurer Hauptschnur und der Fisch hat seinen Haken im Maul. Dann sollte es dem Fisch möglich sein, das Blei zu verlieren. Und es geht nur, wenn das Blei über den Knoten rüberrutscht. Das ist aber bei mir nicht so wichtig. Ich fische nämlich ein Safety Bolt. Dafür braucht man erstmal so einen Silikon-Sleeve. Dann braucht ihr irgendeine Art von LED-Clip. Das ist mir vor lauter Quasseln der Clip runtergefallen. Der Sleeve. Und dann noch ein Wirbel. Ich verwende hier inzwischen ganz gerne diese Schnellwechselwirbel hier. Super. Und wenn ihr so eine fette Schnur habt, dann reicht eigentlich einen Clinchknoten hier oder ein Grinner, weiß gar nicht mehr welches ist. Einfach zweimal drum rumwickeln. Zweimal rumwickeln und seht, zweimal gewickelt, wieder vorne durch die Schlaufe durch. Ich feuchte trotzdem an, auch wenn es nicht nötig ist, einfach nur, damit sie besser zurutscht. Und dann richtig fett ziehen. So. Der geht nicht mehr auf. Was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe das eine Ende jetzt noch mit dem Feuerzeug angeschmort. Nicht, weil es notwendig ist, sondern einfach nur, weil das dann besser in den Clip reinpasst. Das Ganze dann bitte gedönt. So. Im Clip drin. Dann braucht ihr ein Gewicht. Ich habe jetzt hier so eine fette Mutter. Kann alles Mögliche sein. Ja, habe ich jetzt halt noch welche. Könnt auch Steine nehmen. Könnt auch Bleigewichte nehmen. Aber wenn ihr vorhabt, die Gewichte zu verlieren, würde ich euch empfehlen, keine Bleigewichte zu nehmen. Und wenn ihr nicht weit werfen müsst, auch nicht. Weil, warum? Die Bleigewichte machen in meinen Augen nur Sinn, wenn man richtig weit werfen muss. So, das war's. Die andere Route wird genau gleich montiert. Da kommt jetzt noch ein Rig dran. Das sieht bei mir für gewöhnlich so aus. Das ist so eine Art Spinner-Rig mit weichem Haar, damit ich einen Bodenköder drin fischen kann. Und ja, da kann nicht viel schief gehen. Den Haken muss ich noch kurz nachschärfen. Der ist nicht mehr ganz 100%. Es ist schon 6:30 abends, aber ich bin hier auf der Nachtangelzone. Bedeutet, ich darf hier heute Nacht angeln. Super cool. Jo. Jetzt ist der Haken wieder schön scharf. Genauso wie ich es mag. Okay, mache ich noch die andere Route startklar, hänge noch zwei Birdies dran und dann zeige ich euch gleich, wo ich die Routen platziere. Weil ich das Gewässer überhaupt nicht kenne und ich auch keinen Plan habe, wie tief es hier ist, muss ich jetzt mal ganz kurz, ganz einfach mit einem Blei den Boden kurz abtasten. Das muss jetzt auch keine Wissenschaft sein, das muss auch keine Stunden lang dauern,
aber nur ganz grob, wie tief ist es? 1 Meter Abstand vom Ufer, 2 Meter Abstand vom Ufer. Kann ich ganz direkt an der Spundwand fischen oder muss ich ein bisschen Meter Abstand lassen oder 2? Und das schaue ich mir jetzt an. Und dann geht's weiter. Das ist hier eigentlich überall gleich. Flach. Mitte ist noch ein bisschen flach, tiefer. Aber wir sprechen hier von 1 bis 2 Meter. Höchstens 2 Meter. Hier ein bisschen flacher noch. Also, wir sprechen von 50 cm bis 1,50 Meter. Das Gute ist, ich denke dass schon, dass sich Fische hier aufhalten könnten. Weil es war jetzt in letzter Zeit nicht ganz so heiß und ich denke, da uns hat Hochwasser im Fluss. Ich denke, da ziehen schon Fische in den Kanal rein. Jetzt versuchen wir es mal heute Nacht. Ich fische jetzt wahrscheinlich doch beide. Nee, ich mache so, wie ich es gesagt habe. Eine auf der anderen Seite, bisschen runterwärts und die andere Route auf meiner Seite. Aber nicht 50 cm vom Ufer, sondern 1 Meter vom Ufer, da ist dann schon ein bisschen Meter tief. Mal schauen. Ich erwarte irgendwie nicht so die Riesenfische hier. Wenn überhaupt was geht, würde ich mich schon freuen. Gut, hier im Kanal hat es jetzt nicht sollen sein, es ist aber auch nicht so schlimm. Ich war ein bisschen gestern Abend angekommen, habe unwissend irgendwo einfach geangelt, wo es mir einigermaßen gut aussah. Und ja, da braucht man halt auch Glück, wenn es dann gleich funktionieren soll. Und deswegen bin ich überhaupt nicht missmutig. Ich denke, wenn man hier ein bisschen häufiger und öfter mal fischen würde und vor allem auch die Fische suchen würde, dann hätte man schon gute Chancen. Hatte jetzt halt keine Zeit, habe einfach irgendwo geangelt. Ja, beim nächsten Mal vielleicht besser. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video, wenn ich am Altarm bin. Ciao.